Wo zum Teufel ist Sam? Oh nein! Es ist verrückt! Scheiße! Oh shit! Mom hat endlich ja gesagt. Die Einladungen sind raus, die Party findet statt. Ich hasse diese Warterei. Bis jetzt haben Ash, Matt und Sam definitiv zugesagt. Noch nichts von Mike. Oh mein Gott! Mike hat zugesagt! Er hat Josh heute angerufen. Juhu, morgen steigt die Party. Auf dem Berg, das wird so super. Kaminfeuer und Whirlpool und oh mein Gott, Mike, ich bin so begeistert, dass er hier sein wird. Ich kann das nicht lesen. Es ist so traurig, Chris. Ich muss aufhören, an ihn zu denken. Okay. Was war das? Das kommt von da hinten. Ich glaube, die Tür ist gerade aufgegangen. Ich hoffe, das wäre kein Fehler, dass wir da lang gehen. Aber eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Oh, Scheiße. Aber du hast ihn gesehen, Chris. In echt. Da war irgendwas. Aber wo ist es hin? Ui, ein Puppenkopf. Oh Gott, lauf! Ich wollte es ja als Einschatz. Aber wir müssen. Ash, wir müssen. Wo in aller Welt sind wir hier? Soll das ein Witz sein? Wusstest du von dem hier? Das ist ein komplett anderes Hotel. Ich hatte keine Ahnung davon. Diese Stimmen, hört ihr die auch? Oh Gott, ist das gruselig. Ich halte es nicht mehr aus. Ja, ich habe mein Limit auch erreicht. Ich habe doch nur versucht zu vergessen, dass letztes Jahr je passiert ist und... Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was Hannah sich gedacht hat. Ja, tja. Du weißt, wie das ist, wenn man sich in jemanden verknallt. Toll. Also im Grunde sagst du, wir hätten eine verletzliche Freundin in eine schlimme Situation gebracht und deshalb konnte sie gar nicht anders als weglaufen. Nee, wir haben sie blamiert. Wenn du es wärst, meinst du nicht, du wärst auch weggerannt? Ich meine, wer lässt sich gern verarschen? Mich verarscht hier niemand. Das denkst du. Was? Chris, wir haben sie voll lächerlich gemacht, vor all ihren Freunden und ihrem Schwarm. Kann man jemandem noch was Schlimmeres antun? Nein, ich glaube nicht. Nein, können wir nicht. Mann, das ist so gruselig, Alter. Ich will hier nicht weiterspielen. So, gucken wir uns erstmal hier um. Da liegt was. Hey. Die hier. 18. August 2014. Absender Quality Copy LTD. 22100 Clark AF SV. At Mountain, Alberta. T6N8J5. Okay. Hier gibt's dann also nichts weiter, glaube ich. Na, nur, soll ich mir das mitnehmen? Nee. Nee, okay. Dachte schon, das kann ich mitnehmen, aber nein.
Schauen wir mal weiter. Ich glaube, wir können da runtergehen, oder? Weißt du was? Nein. Ash. Nein, ich habe genug. Ich werde nicht noch tiefer reingehen in diesen Albtraum, Chris. Ashley, ich verstehe dich, okay? Ich habe wirklich auch echt Angst. Aber falls Sam da unten ganz allein mit einem Psycho ist und wir abhauen, dann könnten wir sie auch gleich selbst umbringen. Oh, komm, wir sind mutig. Wir suchen Sam. Gott verdammt. Ashley, na los. Wieso hast du immer recht? Ich hab nicht immer recht. Tja, wo du recht hast, hast du recht. Ich will nicht recht haben. Ich will hier weg. Erst finden wir Sam. Gehen wir. So, los. Lasst uns Sam finden. Chris, ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache hier. Was meinst du? Ich glaube, es gibt eine Verbindung zwischen den falschen Zeitungen und dem Kerl, dem Killer von Josh. Wie denn? Wie ein Komplott oder sowas? Ja, aber ich meine, wie? Es ergibt fast einen Sinn, aber ich fürchte, dass wir irgendwas übersehen. Na, ich will doch gar nicht hoch, Mensch. Hier hinter. Okay, hier ist nichts weiter zu entdecken, okay. Ja, warte mal, geht's hier noch weiter? Hier lang gucken. Okay, da gibt's bestimmt was, aber da kann ich nicht lang. Das ist in Ordnung. Okay. Das wird hoffentlich nicht hochgehen. Warte mal, sind wir jetzt nicht da, wo das explodiert ist? So, wo er sich den Finger abgeschnitten hat? Nee, wir gucken erstmal hinter. Alter. Ich baue mal gleich ins Hemd hier. Gott. Gott verdammt. Scheiße. Hinweise entdeckt. Ah, hier sind unsere ganzen Hinweise. Haken und Ketten. Fundort, altes Hotel. Blutiger Haken und Ketten. Das sieht nach Schlachthauszubehör aus. Was haben wir noch entdeckt? Hier. Mystisches Symbol. Fundort, Mine. Seltsame Symbole, die an den Wänden der Mine gemalt wurden. Ihre Bedeutung ist unklar. Zigarettenstummel, Fundort Mine. Ein ausgedrückter Zigarettenstummel. Sieht noch frisch aus. Es muss so jemanden auf dem Berg sein. Update. Das Etikett ist das gleiche wie der Zigarettenkiste, die im Sanatorium gefunden wurde. Anrufbeantworter Nachricht, Fundort Lodge. Eine Nachricht von einem örtlichen Polizisten über einen entlassenen Sträfling. Klingt wie eine Warnung. Zeitungsausschnitt, Fundort Lodge, Lagerraum. Die Meldung handelt von einem Gerichtsfall im Zusammenhang mit Blackwood Pines. Ein alter Hausmeister wollte das Niedergebrannte. Wollte alles niederbrennen. Auf der Anklagebank schwor Washingtons Familie jetzt Rache. 5. Juni 1997. Der Alberta Buggle. Ex-Hausmeister wegen Brandstiftung verurteilt. Racheschwur gegen Familie. Des Film Moguls von Charlie Scott. Leitender Reporter. Victor Milgram, 52, wurde gestern wegen schwerer Brandstiftung in Blackwood Pines zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt. Milgram war 28 Jahre lang als Hausmeister in dem alten Berghotel angestellt gewesen. Er wurde jedoch entlassen, als Hollywood-Produzent Bob Washington das Anwesen kaufte. Die Urteilsverkündung endete mit einem aufsehenerregenden Zwischenfall. Der wütende Milgram beschimpfte Washington hochschwangere Frau Melinda lautstark mit wüsten Obszönitäten, er nannte sie dreckige wir wissen ja, was das heißt, und schwor, euch alle deinen Mann und eure Kinder dran zu kriegen. Weiter und drohte er, sie leiden zu lassen.
Melinda hatte während der gesamten Verhandlung sichtlich um Fassung gerungen und erklärte später, dass sie zwar bestürzt über Milgrams Drohung sei, sie allerdings vollste Vertrauen in das Rechtssystem setzte, ihre Familie zu beschützen. Steckbrieffundort untere Seilbahnstation. Ein zerfetzter Steckbrief für einen Flüchtling in den Bergen von 1998. Jemand wollte nicht, dass ihn jemand sieht. Gesucht. Milgram Victor, Geschlecht männlich, Größe 1,88. Letzte bekannte Adresse Blackwood Pines, zuletzt gesehen am 18.03.1998. Gesucht in der Verbindung mit vorsätzlicher Brandstiftung. Ersten Grades sowie mehreren Morddrohungen. Jeder mit Informationen über diese gefährlichen Kriminellen sollte schnellstmöglich die Polizei kontaktieren. Berittene Polizei der Provinz Blackwood Police Monte Provinciale de Blackwood, Juli 1998. Okay, das hatten wir alles schon. Das? Gefährliche Zeitung, Fundort, altes Hotel. Ein Stapel alter Zeitung mit einem Bericht über Blackwood Pines. Der Poststempel deutet deutlich darauf hin, dass sie vor kurzem gedruckt wurde. 18. August 2014. Absender Quality Copy LTD 2100 Clark Ave SW at Mountain Alberta Tier 6 N85. So, Mann, was haben wir? Glaubst du, all dieses Zeug ist seins? Wenn die Washingtons nicht irgendwelchen schrägen Hobbys gefrönt haben, dann ja, wahrscheinlich. Was sollen wir tun? Hier ist noch irgendwas? Bilder. Das sind wir. Okay. Okay, die ist also tot, das ist klar. Chris lebt, Ashley, Matt und Sam. Also, heißt es, die leben alle noch. Okay, was ist mit Emily? Wo ist Emily? Ich meine, was ist das? Eine verdammte Todesliste? Gott! So, aber was ist mit Emily? Warum fehlt Emily? Heißt das, dass sie doch nicht tot ist? Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Ekelhaft. Das ist nicht zum Essen da. Warum ist sowas hier? Ja, ist das ist ja wie in einem Horrorfilm hier drin. Oh Gott. Totes Schwein, Fundort, altes Hotel. Ein Schweinekadaver, der von der Decke hängt. Er wurde vor kurzem ausgeweidet. Fotos von Freunden, Fundort, altes Hotel. Fotos, die mit einem Teleobjektiv aufgenommen wurden. Der Psychopath hat eine lange Zeit auf der Lauer gelegen. Ui, yeah, yeah, yeah. Oh je, yeah, oh je, yeah, oh je. Yeah. Das hatten wir hinten schon gesehen. Also müssen wir jetzt doch hier geradeaus weitergehen. Ich weiß nicht, wie lang gehen soll. Geht's hier lang? Oder soll ich erst die Tür nehmen? Gehen wir erst. Gucken wir erst von der Tür und gucken. Ja, danke. Da können wir also auch rein. Ich möchte mich aber erstmal hier genau umsehen. Hier ist also Chris. Oh Mist. Sieh dir das an. Blut? Vielleicht von Sam. Okay, mal sehen, ob ich das aufkriege. Ich hab's, aber verdammt, ist das Ding schwer. Vorsichtig. Jetzt komm schon durch, Ash. Ich kann sie nicht halten. Komm schon. Chris! Was? Ich glaube, ich hab Sam gesehen. Ash, bist du sicher? Ich weiß nicht, aber komm, wir sollten nachsehen. Also wer immer hier auch blutet, ist hier durchgekommen, okay? Deshalb müssen wir uns beeilen. Los! Oh Gott. Weiß es nicht. Wir folgen Chris. Oh, okay. Ja, ich weiß nicht, ob das gut war. Oh,
Ich dachte schon, das Ding zeigt Festschmech. Na komm. Wir gucken jetzt erstmal, was. Schmetterlingseffekt. Ups. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Ashley hat Schreien nicht was? Hat die Schere nicht genommen, okay. Ashley, also zusammenbleiben. Ashley ist Quiz gefolgt. Ashley sah nicht, wer in der Werkstatt war. Also war das jetzt gut oder nicht gut? Keine Ahnung. Ich kapier's nicht. Mach mir. Wozu braucht hier jemand eine Kühlanlage? Es ist eiskalt. Gott allein weiß, was bei dem im Kopf vorgeht, Ash. Da sind noch mehr Schweinekadaver, Alter. Was macht man damit? Das ist doch keine Schlachterei hier. Gott, Mann. Sam? Es war also nicht bei Sam. Lauf. Sam? Geht's hier weiter? Da geht's weiter. Da geht's nicht weiter. Okay, ich möchte jetzt aber die Tür gucken, ob da wirklich Sam drin ist. Wenn, müssen wir sie retten. Oh, Chris. Oh, nein. Hallo? Sam? Oh Gott, langsam. Sam! Scheiße. Ich raff das nicht. Eine Puppe? Ja, nein, das ist ich auch. Wieso ist sie wie Sam angezogen? Keine Ahnung. Warum zieht jemand eine Puppe an wie Sam? Chris, ich weiß nicht und ich drehe hier gleich durch. Wo zum Teufel ist Sam? Oh nein. Das ist verrückt, das ist verrückt. Scheiße. Oh Chris. Oh shit. Sowas von fertig. Was ist das? Das ist er. Nein, Chris. Das ist der Typ, der Josh umgebracht hat. Oh Gott, nein. Oh. Du perverses Stück Scheiße.